Wir haben mittlerweile 2300 Kunden im deutschen Markt, 270.000 User und es geht stetig voran. Die Organisation wächst, hat sich in den letzten 2 Jahren mehr als verdoppelt. Und wir stehen aber trotzdem auf unseren eigenen Beinen. In den letzten 2 Jahren, 3 Jahren sind wir jedes Jahr immer zwischen 25% und 30% gewachsen, was mit Sicherheit auch in diesem Marktsegment absolut die Spitze ist. Und deswegen können wir darauf sehr, sehr stolz sein. Wir machen dieses Jahr 23 Millionen Umsatz. Wir haben Stand heute jetzt dann 125 Mitarbeiter und das Wachstum geht voran und darauf sind wir, wie gesagt, sehr, sehr stolz. Wir werden auch in den nächsten Jahren vielleicht ein kleiner Ausblick Richtung 2023 plus weitere Zukäufe planen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von HR Works hier auf der Messe in Köln Zukunft Personal. HR Works, ein Unternehmen, das es schon lange gibt am Markt, 1998 gegründet, gut etabliert am Markt und jetzt kommt so ein bisschen neues Fahrwasser, so würde ich das interpretieren. Markus Schunk ist CEO seit September 2020. Wir arbeiten daran, dass uns bald jeder kennt. Wir sind HR Works, ist eine Personalsoftware für kleinere und mittelständische Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf den deutschen Markt und letztendlich haben wir den Anspruch, die Personalarbeit zu digitalisieren, zu automatisieren und viele Abläufe, standardisierte Abläufe zu erleichtern. Besonders, glaube ich, kann man hervorstellen, dass wir auch eine Reisekostenlösung als integrativen Bestandteil unserer Suite haben. Und das ist natürlich dann schon auch aus Sicht der Kunden ein großer Vorteil. Uns gibt es nächstes Jahr dann seit 25 Jahren, also sehr, sehr etabliert. Manche bezeichnen uns als der Pionier. Unsere Kunden sind eben kleinere und mittlere Unternehmen im KMU-Markt. Ganz klein mit 10, 20 Mitarbeitern bis hin zu 500 Mitarbeitern plus. Wir differenzieren uns ganz klar vom Enterprise-Segment, also unter einem SAP, unter einem Workday. Und versuchen da den Kunden eine Standardlösung an die Hand zu geben, um eben alle Tätigkeiten im Personalbereich auch umsetzen zu können und dem Ganzen auch Herr werden zu können. Unsere Software ist mit Sicherheit vom Funktionsumfang marktführend, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, für die Kunden auch finanzierbar. Wir haben keine versteckten Kosten oder auch keine Laufzeiten. Das heißt, wir setzen auf einen ganz klar, nutzerorientiertes Modell bedeutet die Möglichkeit für den Kunden monatlich zu kündigen, wirklich auch Budgetkontrolle zu haben und auch zu sehen, wenn es nachher nicht mehr den Nutzen stiftet, dann auch relativ schnell auch wieder eine andere Lösung zu finden oder den Anbieter zu wechseln. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Kunden spüren, ob es ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder mit 300 Mitarbeitern, das Gewicht, die Wichtigkeit der Kunden ist gleich. Aber wir sind auch ein Cloud-Anbieter. Bedeutet 2 positive Effekte. Einmal als Cloud-Anbieter kann ich mich öffnen und Partnerschaften eingehen. Das heißt, das Thema Schnittstellenfähigkeit ist für uns wahnsinnig wichtig. Das ist ein neuer Weg, den wir in den letzten 2 Jahren auch massiv forcieren und viel investieren. Wir haben 2 Partnerschaften, die für uns sehr, sehr wichtig sind und auch aus Kundensicht hohe Relevanz haben. Einmal die Partnerschaft mit DATEV, alle einschlägigen Schnittstellen in die Lohn- und Gehaltsabrechnung, wo wir schon auch mit Stolz sagen können, dass wir marktführend sind und die beste Schnittstellenfähigkeit zu DATEV aktuell im Markt haben, auch über die Steuerberater. Das andere Thema, was uns aber auch strategisch sehr, sehr wichtig ist und auch mit Sicherheit differenziert, wir sind ein SaaS-Anbieter, Software as a Service Provider, bedeutet Software und Service. Und ich glaube, das ist auch in der DNA dieses Unternehmens. Beide S sind gleichrangig und gleich wichtig. Wir haben mittlerweile 2300 Kunden im deutschen Markt, 270.000 User und es geht stetig voran. Die Organisation wächst, hat sich in den letzten 2 Jahren mehr als verdoppelt und wir stehen aber trotzdem auf unseren eigenen Beinen. In den letzten 2 Jahren, 3 Jahren sind wir jedes Jahr immer zwischen 25% und 30% gewachsen, was mit Sicherheit auch in diesem Marktsegment absolut die Spitze ist und deswegen können wir darauf sehr, sehr stolz sein. Wir haben letzte Woche einen Zukauf in dem Bereich getätigt, der eben gerade in der regulatorischen Welt verankert ist, zur Stärkung unseres Compliance-Management-Systems und haben mit Drivers Check einen der Führer im Markt, Innovationsführer und Marktführer im Bereich Führerscheinkontrolle, Fahrzeugkontrolle und über all die Themen, wo es um Fahrer,
Haltung, Haltehaftungsthemen geht, erworben. Es sind nochmal 600 Kunden, die dazukommen in Deutschland, was sehr, sehr gut zu unserer Strategie und zu unserer Marktpositionierung passt. Ich glaube auch die Größe des Unternehmens, es ist ein schnell wachsendes, kleines, innovatives Unternehmen, was hier in Frechen bei Köln angesiedelt ist. Das heißt, ein netter Nebeneffekt ist, wir haben einen vierten Standort nun in Deutschland, haben nun eine relativ schöne Abdeckung im ganzen deutschsprachigen Raum hier in Deutschland. Wir haben eine Relevanz in diesem Markt. Ich habe vorhin die Zahlen genannt mit jetzt in dem Verbund mit Drivers Check 3.000 Kunden, über 300.000 Nutzer. Also das ist in Deutschland schon sehr, sehr relevant. Und wir sind auch relevant, wenn die Umsatzgröße betrachtet wird. Wir machen dieses Jahr 23 Millionen Umsatz. Wir haben Stand heute jetzt dann 125 Mitarbeiter und das Wachstum geht voran und darauf sind wir, wie gesagt, sehr, sehr stolz. Wir werden auch in den nächsten Jahren, vielleicht ein kleiner Ausblick Richtung 2023 plus, weitere Zukäufe planen, überall dort, wo es sinnvoll ist, wo es uns logisch ergänzt. Was glauben Sie, wie sieht die Personalabteilung der Zukunft aus und wann gibt es diese Zukunft? Also ich glaube, wir sind in einem Prozess, das ist eine Transformation. Ich glaube nicht an eine vollautomatisierte, KI-basierte Personalarbeit. Es geht immer noch um Menschen, aber ich glaube schon, dass es standardisierte, automatisierte Prozesse gibt, wo es ganz viel um Informationssysteme geht, Steuerungsinstrumente geht. Ich glaube, HR muss immer mehr auch, und das ist auch etwas, was wir strategisch bei uns auf der Agenda haben, zu einem Gestaltungsbereich werden. Letztendlich ist HR das Zentrum und der Kern eines jedes Unternehmens. Und ich glaube, dass eben genau das, wie wir uns hier auch positionieren und wie es viele Wettbewerber eben auch tun, dass wir sagen, an welchen Stellen können wir euch die Arbeit leichter machen, wo es um standardisierte Prozesse geht, wo es um Digitalisierung geht. Aber wenn es dann um den Menschen geht, dann ist es immer die Aufgabe auch originär bei den Unternehmen. Und ich glaube, das war vor 50 Jahren schon so und es wird in 50 Jahren auch so sein. Markus Schunk, CEO von HR Works, ganz herzlichen Dank.